Hallo und herzlich willkommen im Wald. Zwei Dinge gibt's, die dieses Video hervorgerufen haben. Erstens, als ich bei YouTube angefangen habe, beziehungsweise kurz davor, habe ich mal geguckt, ob es ein Feuermach-Video für Vollidioten gibt. Weil als ich damals zum ersten Mal ein Feuer gemacht habe im Walde in Schweden, wo das legal war, ich habe in Deutschland ganz wenig illegale Feuer gemacht und das erst nachdem ich es in Schweden gelernt habe. Demzufolge würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen wollen, das erstmal auf irgendeiner legalen Fläche zu üben, aber dazu kommen wir gleich noch. Motivation ist, ich war ein Idiot, was das Feuermachen angeht und habe lange gebraucht, um das zu lernen. Hab's mal gezeigt bekommen, hab's dann wieder vergessen, hab's dann alleine natürlich nicht hinbekommen und hab's mir dann wieder selber beigebracht und dazu Hilfenahme von Feuerzeugbenzin. Und wenn man das lange genug mit Feuerzeugbenzin trainiert hat, dann funktioniert es irgendwann auch ohne Feuerzeugbenzin und inzwischen, naja, ich kriege bei jedem Wetter ein Feuer zu laufen, aber ich brauche dazu noch irgendwelche Hilfsmittel wie Streichhölzer oder ein Feuerzeug oder halt eben die für mich schon komplizierteste Variante, die ich beherrsche, um ein Feuer anzuzünden, den ollen Firestyle. Wirklich schwierig ist damit auch nicht, aber ist schon komplexer als ein Feuerzeug oder ein Streichholz zu verwenden. Und zweiter Grund, weshalb es dieses Video jetzt gibt, die bisherigen Feuermach-Tutorials sind mir nicht idiotensicher genug, weil ich gehe davon aus, dass es vielleicht noch 2 bis 3 andere Leute gibt, die ähnlich bescheuert sind wie ich, was Feuermachen angeht. Und für diese 2 bis 3 anderen Leute, die da auch wirklich richtig doof sind, ist dieses Video gedacht. Also keinesfalls als Beleidigung gedacht, dass ihr jetzt irgendwie blöd seid, weil ihr kein Feuer anbekommt. So ging es mir nämlich genauso. Also das ist ja auch wirklich überhaupt nicht schlimm und man braucht halt jemanden, der einem das zeigt. Oder man probiert es mit ganz viel Feuerzeugbenzin selber aus, aber das kann ich guten Gewissens niemandem empfehlen und würde ich heute auch anders machen, kommt dann in die Kategorie Jugendsünden. So, und dazu erstmal ein paar theoretische Hintergrundinformationen und wirklich nur ganz, ganz kurz die entsprechenden Videos dazu verlinke ich euch alle in der Videobeschreibung, wo ihr das noch ein bisschen ausführlicher wird. Nämlich die 5 wesentlichen Dinge, die man beim Feuermachen beachten muss. Regel Nummer 1. Feuer niemals unbeaufsichtigt brennen lassen. Wenn man Regel Nummer 1 beachtet und immer an seinem Feuer hockt und da ständig drauf glotzt, dann kann das Feuer auch nicht ausbrechen und irgendwas anzünden, was man danach nicht mehr löschen kann. Ist eigentlich ganz simpel. Das ist wie die Straßenverkehrsordnung. Regel Nummer 1, alle müssen aufeinander Acht geben und sich so verhalten, dass keiner gestört, geärgert oder gefährdet wird. Wenn das alle machen würden, hätten wir auch keine Probleme, bräuchten all die anderen Regeln nicht. Deshalb ist Regel Nummer 1 natürlich nur die universal super tolle Regel, die dann alle Probleme lösen würde, wenn man sie dann immer beachtet, was man in der Praxis vielleicht nicht immer schafft. Und ich muss sagen, ich habe auch das eine oder andere Mal meine Feuer mal für ein paar Sekunden aus den Augen gelassen, weil ich gerade irgendwas geschnibbelt habe und so weiter und so fort. Natürlich ist da nichts passiert, aber grundsätzlich sollte man beim Feuermachen immer 150 bis 200%ig sicher sein, dass man weiß, was man tut und ein paar Sicherheitsvorkehrungen eben treffen. Und dazu gehört eben auch dieses 100%ige immer Beaufsichtigen seines Feuers. Das kann man dann vielleicht auf 95% der Zeit, niemals weniger, runter reduzieren, wenn man wirklich schon ganz viele Feuer gemacht hat und weiß, was man tut. Andererseits ist das dann der Punkt, wo man auch wieder besonders vorsichtig sein muss, weil je mehr man sich einbildet, dass man weiß, was man tut, desto eher passiert dann halt mal ein Fehler. Das haben wir ja in jedem x-beliebigen Bereich, den ihr euch vorstellen könnt. Jemand geht hin mit so dickem Sack und sagt, oh, ich bin Experte, ich kann das. Und dann kann er es halt irgendwann mal vielleicht doch nicht oder ist zu sehr von sich eingenommen. Das geht mir auch häufiger mal so irgendwo. Und dann kann man es halt mal an dem Tage doch nicht und dann geht es schief. Und im Fall von einem Lagerfeuer kann das halt in einem Waldbrand enden. Das ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, kann aber. So, Regel Nummer 2. Feuermachen in Deutschland ist in 99,9% der Fälle verboten. Erlaubt ist es unter bestimmten Bedingungen in Niedersachsen im Winter und zweitens auf offiziell dafür zugelassenen Feuerstellen und drittens, wenn ihr euch eine Genehmigung zum Feuermachen geholt habt, die könnt ihr theoretisch überall, also für jede beliebige Fläche bekommen,
Theoretisch, praktisch wird es in Naturschutzgebieten niemals der Fall sein und im normalen Wald, ja, wenn ihr eine gute Begründung abgeben könnt. Und dazu verweise ich auf sämtliche weiteren rechtlichen Fragen zum Thema Feuer auf meine Feuerrecht-Videos und verlinke euch die in der Infobox. Ja, Regel Nummer 3. Ich weiß nicht mehr genau, welche Urbevölkerung welchen Landes, die Aborigines könnten es gewesen sein, den Spruch geprägt hat, aber er lautet folgendermaßen. Je größer das Feuer, desto größer der Idiot, der es macht. Also auf gut Deutsch, ein Feuer sollte immer nur so groß sein, wie der Zweck, den man damit erreichen möchte. Und dieser Zweck, den man damit erreichen möchte, sollte, es sei denn, man braucht ein riesiges Signalfeuer, um irgendwelche Flugzeuge auf einer einsamen Insel anzulocken, gehen wir davon aus, dass das in den seltensten Fällen der Fall sein wird, heißt das, wir brauchen maximal ein kleines Wärmefeuer. Weil wir brauchen kein Survival-Wärmefeuer, mit dem wir unser Lean-To-Shelter beheizen wollen, weil aus rechtlichen Gründen und weil wir dann Regel Nummer 1 missachten, werden wir in Deutschland kein Feuer machen und danach einschlafen, weil dann beaufsichtigen wir es ja nicht mehr. Also wer sowas zu Trainingszwecken irgendwo auf dem eigenen Grundstück macht und das tatsächlich machen darf und dann noch diverse irgendwelche sonstigen Sicherheitsvorkehrungen trifft, zum Beispiel ein Kumpel nebendran hockt, der dann doch aufs Feuer aufpasst und man nun mal testet, ob man das denn könnte, wenn man das mal machen möchte. Unter solchen Bedingungen kann man das alles machen, klar. Aber ansonsten bin ich dagegen, dass man ein Feuer anzündet und sich dann zum Schlafen hinlegt, weil dann sonst was passieren könnte. Zumindest, solange man sich in Deutschland befindet und nicht in einer Notsituation. Klar, als Survival-Technik und so weiter macht das Sinn, aber wenn man in einer Survival-Situation sind, ist das Risiko meiner Meinung nach nicht vertretbar, den Wald anzuzünden. Feuerregel Nummer 4. Nur Naturmaterialien verbrennen. Grundsätzlich nur und ausschließlich Naturmaterialien verbrennen. Kein Plastik, kein sonstigen Kunststoff, kein lackierten Hölzer und irgendwie so ein Kram, alles nicht. Also das könnt ihr vielleicht möglicherweise woanders verbrennen, da würde ich es auch sein lassen, aber nicht im Walde, also in der Natur generell. Und Regel Nummer 5, mit großem Feuer kommt große Verantwortung. Also damit will ich sagen, natürlich ist ein Feuer kein Spielzeug, das kann in die Hose gehen und schlimmstenfalls, ich habe es ja schon erwähnt, den besagten Waldbrand auslösen. Das kann euch dann euer Leben lang in Schulden treiben, wenn ihr dabei sowas erwischt werdet und dann entsprechend zahlen dürft. Open End, beliebig teuer. Also amerikanische Verhältnisse, was das die Summe angeht, die man bei so einem Mist, dann, den man da gebaut hat, zahlen darf. Also im Hinterkopf behalten, klar, wir machen alle gern Feuer, wir zünseln alle gern, insbesondere wir Männer und wenn wir dann noch jung sind oder auch nicht mehr ganz so jung und entsprechend drauf im Hirn, dann neigen wir dazu, da auch gerne mal ein bisschen Blödsinn mit anzustellen. Und ich würde sagen, in einem gewissen Rahmen ist das auch noch okay, solange man dann doch noch ein kleines bisschen gesunden Menschenverstand im Hinterkopf behält. Ich versuche auch immer so ein ganz kleines bisschen davon noch im Hinterkopf zu behalten. Und damit habe ich zumindest noch keine größeren Schäden angerichtet. Genau genommen ist mir beim Feuermachen noch nie irgendwas angebrannt, was nicht hätte anbrennen sollen. Also ich bin da bisher unfallfrei. So, und jetzt können wir loslegen mit dem praktischen Teil. Und da gibt es sogar mal einen anderen Hintergrund und so. Und ich trage die Kamera rum und Wahnsinn, ne? Habe ich jetzt schon seit was weiß ich wie vielen Videos nicht mehr gemacht. Ja, sorry, ich muss doch noch mal einen Hinweis einbauen. Was ich jetzt hier mache, ist ja wirklich ein Feuer anlegen. Also eine Feuerstelle anlegen mitten im Walde. Ihr werdet für eure ersten Feuerversuche wahrscheinlich noch keine Feuergenehmigung bekommen, dass ihr euch selber eine Feuerstelle irgendwo im Walde anlegen dürft. Das ist hoch unwahrscheinlich, dass euch das gelingt, es sei denn, ihr seid der Förster oder ihr seid der Sohn vom Förster oder irgend sowas in der Richtung. Daher ist das jetzt einfach mal exemplarisch, falls ihr mal in die Gelegenheit kommt, sowas zu machen. Zum Beispiel in Schweden oder in Norwegen. Da darf man das teilweise auch in Schottland zum Beispiel und noch in diversen anderen Ländern, die dann nicht unbedingt in Europa liegen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es in den ehemaligen Ostblockstaaten, nenne ich es jetzt einfach mal, aussieht. Aber halt für so einen Fall, dass ihr wohin kommt, wo ihr das dürft. Wie gesagt, bei mir, mein erstes richtiges Lagerfeuer habe ich auch in Schweden gemacht. Das war also auch legal. Ich habe nie ein illegales Feuer im Walde entfacht. Lasst mal denken. Nö, eigentlich nicht.
Ja, mögliche geeignete Plätze für eine Feuerstelle gibt es relativ viele. Was nicht sein sollte, wäre so ein ziemlich grasiger Bereich wie da hinten. Denn wenn es einen Waldbrand gibt, dann meistens, weil sich so ein Unterwuchs entzündet. Und zwar, das ist dann meistens wirklich so was Krautiges, Grasiges, was dann vertrocknet ist und so richtig schön brennbar ist. Das ist also die Hauptursache für den Waldbrand. Deshalb in so einem Bereich, ja, wie hier hinter mir, am besten gar nicht erst eine Feuerstelle anlegen und sonst auch überlegen, gibt es wahnsinnig viel Unterwuchs drumherum oder nicht. Wenn nicht, ist besser als wenn doch. Ist ja generell, könnte man sagen, je weniger brennbare Substanz um meine Feuerstelle drumherum ist, desto besser. Also auf irgendeinem großen Felsen die Feuerstelle anlegen ist auch auf jeden Fall immer eine gute Idee. Habe ich jetzt hier aber nicht. Und wir gehen jetzt auch davon aus, dass wir jetzt nicht ewig lange rumsuchen wollen, um den idealen Feuerstellenplatz zu finden. Das könnt ihr ja daheim gerne tun, aber da traue ich euch durchaus zu, dass ihr das dann auch hinbekommt ohne meine Hilfe. Wie gesagt, irgendein großer Felsen, das wäre eigentlich prima. Da kann dann natürlich gar nichts anderes brennen als das Holz, was man auf besagten großen Felsen drauflegt. Haben wir aber eben, wie gesagt, meistens nicht. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir uns hier in diesem Wald befinden, in dem ich mich hier befinde. Und da ist es mehr oder weniger gehupst wie gesprungen, wo man hingeht, bis auf eben diese Grasfläche. Da hinten ist sie nochmal. Und deswegen nehme ich jetzt irgendwo, wo ich es halbwegs gemütlich finde. Das darf man ruhig schon mal ein bisschen auch nicht gänzlich ignorieren, den Gemütlichkeitsfaktor. So, dieses Plätzchen hier soll es jetzt sein. Wie ihr jetzt feststellen werdet, da gibt es relativ viel Grünzeug drüber und auch sonst in der Umgebung ist es jetzt kein allzu lichtes Plätzlein. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig geschlossener, superdichter Waldbestand. Aber Grund, weshalb ich ganz gerne ein bisschen Laub über meiner Feuerstelle habe. Selbst wenn man Feuer machen darf, ist es hilfreich, wenn man seine Feuerstelle da anlegt, wo sie nicht unbedingt gleich jeder sieht. Einfach damit man niemanden erschreckt. Denn wenn euch jemand beim Feuermachen entdeckt, auch wenn ihr es dürft, könnt ihr sicher sein, dass ihr dann definitiv irgendeinen Stress habt. Irgendwas Blödes wird derjenige sagen oder irgendeine unangenehme Situation entsteht wahrscheinlich. Und wenn es auch nur die Frage ist, ja, dürfen Sie denn hier überhaupt ein Feuer machen? Oder sowas in der Richtung. Demzufolge besser gleich ein bisschen in Deckung gehen. Das tut ja niemandem weh, im Gegenteil, dann hat auch keiner Stress und das ist meiner Meinung nach die beste Lösung. Wichtig ist, das ist jetzt nicht, um irgendwas Illegales zu vertuschen, sondern damit gar nicht erst Stress aufkommt. Ihr habt selbstverständlich euch vorher eine Feuergenehmigung geholt oder befindet euch in Schweden oder sonst wo. Ne? Nur nochmal, ich kann das nicht oft genug sagen. So. Bis auf Torf ist es möglich, auf jedem beliebigen Waldboden eine richtig schöne, sichere Feuerstelle zu errichten. Überhaupt keine Schwierigkeit. Das geht einfach so, indem man die brennbare Schicht des Bodens, den Humus, entfernt. Und das kann man ganz einfach mit dem Fuß wegkratzen. Da braucht man keine Schaufel, da muss man sich die Hände nicht dreckig machen. Ist überhaupt keine Schwierigkeit. Und das mache ich jetzt mal. Wir wollen ja nur ein kleines Feuer machen. Deshalb reicht uns etwa ein Quadratmeter. Wenn wir jetzt ein großes Wärmefeuer bräuchten, müssten wir auch noch entsprechend eine größere Fläche freimachen. Immer Fläche ungefähr 10 bis 20 mal so groß wie der Durchmesser des Feuers, das man anstrebt. Also 10 mal ist Minimum, 20 mal ist toll, 15 mal ist, glaube ich, so die Mitte, mit der man sich ganz gut anfreunden kann. Das ist jetzt auf jeden Fall mehr als ausreichend. So, beim Wegkratzen vom Humus werdet ihr dann feststellen, dass ihr irgendwann auf eine hellere Bodenfarbe trefft, wie es jetzt hier der Fall ist. Das ist jetzt Mineralboden, also dieses helle da. Sprich, das ist einfach nur noch, ja, so eine Art Sand. Gibt da verschiedene Fachausdrücke für diverse verschiedene Formen von, ja, wenn man so möchte, Sand. Aber ich will euch jetzt nicht mit Bodenkunde quälen. Jedenfalls ist dieses helle Zeug 100%ig nicht brennbar, während dieses braune Zeug, schwarze Zeug, deswegen schwarz ist, weil Kohlenstoff drin ist. Und Kohlenstoff hat die wunderbare Eigenschaft, wie der Name schon sagt, das brennt.
Und deswegen sollte die Fläche, auf der ihr wirklich euer Feuer direkt entzünden wollt, nur noch aus diesem helleren Material bestehen. Je nach Waldboden, wo ihr euch befindet, kommt ihr da früher dran oder später dran, müsst mehr wegkratzen oder weniger. Aber die organische Substanz, die brennbar ist, sollte da, wo ihr euer Feuer machen wollt, weg sein. Ihr müsst nicht den gesamten Bereich jetzt hier freiräumen auf dieses helle, sandartige Zeugniveau, sondern nur da, wo ihr wirklich euer Feuer draufsetzen wollt, dass das bisschen, was da noch an organischer Substanz jetzt drauf liegt, neben dem Feuer zu brennen anfängt, ist super, super, super. Ach, das könnt ihr vergessen, das passiert nicht. Also seht ihr, jetzt komme ich langsam in den helleren Bereich. Man kann das natürlich auch mit dem Stock machen, wenn man seine Schuhsohlen schonen möchte. Blöd ist natürlich immer, dass man dann auch jedes Mal ein paar Wurzeln aufgräbt. Das macht aber nichts. Die brennen dann halt entsprechend weg und sind dann aber auch fort. Zum Thema, ob sich jetzt so ein Brand in diesen Wurzeln unterirdisch ausbreiten kann, habe ich auch schon ein Video gemacht.